Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play WarioWare Get It Together. Im letzten Part haben wir die Fantasy-Mikrospiele von Dribble und Spitz gespielt und die waren ganz cool. Aber was noch cooler ist, ist die Tatsache, dass Dribble ein Bayer ist und Spitz ein Berliner. Mega lustig einfach nur. Ich habe mich da so wegschmeißen müssen. Und jetzt in diesem Part geht's auf jeden Fall weiter mit den Technologie-Mikrospielen von Dr. Krieger. Auf geht's! Auf geht's, so ist es. Okay, das ist sein Movement anscheinend schon. Schwimme ich? Fliege ich? Ich hab's. Ich fliege. Hallo, Dr. Krieger. Was zum Gallium geht hier vor? Ja, Dr. Krieger! Hier spielt die Musik. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Level derart ruinös aussah. Hey, Krieger! Oh, ihr seid auch alle hier. Wie merkwürdig. Yay. Dr. Krieger. Ja, Krüger, ich spreche mal Englisch aus, finde ich besser. Krieger. Dieser Erfinder ist solch ein Genie, dass er sich kurzerhand und eigenhändig in einen Roboter verwandelte. So, A gedrückt halten, damit ich durch die Luft schwimmen kann. Und ich darf halt bestimmen, wohin. Kannst auch frei steuern währenddessen. Okay, das sieht eigentlich auch ganz okay aus, glaube ich. Okay, am Boden bewegen kann man ein bisschen headbangen. Am Boden bewegen kann man sich gar nicht mit ihm. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also er kann ja auch fliegen, so irgendwie, aber das ist dann schon Wario oder so um einiges einfacher. Das ist schon ziemlich kompliziert, auch ihn zu steuern. Mal gucken, wie das dann wird mit ihm. Mein Level wirkt defekt. Irgendeine Idee, woran das liegen könnte. Ja, es scheint alles das Werk von Spielbugs zu sein. Spielbugs, wunderbar. Die würde ich zu gern einmal unter die Lupe nehmen. Ha? Ich glaube, der Kerl müsste selbst mal unter die Lupe genommen werden. Yay, so, Krieger. Und ich nehme mal... Ja, Dribble und Spitz habe ich ja beim letzten Mal erst voll aufgenommen. Ich nehme mal noch Mona und Cricket vielleicht. Warum nicht? Experiment ab. Experiment ab. So, und Intro, Cutscene. Super Geheimfabrik, Dr. Krieger. Applausebot-Testfehler! Ich muss ehrlich zugeben, ich mochte Dr. Krieger nie so mega gerne. In anderen WarioWare-Spielen auch schon. Da fand ich immer die anderen Charaktere irgendwie sympathischer. Aber nur gut. Ja. Er ist mir halt vielleicht ein bisschen zu random sogar. Weiß ich nicht. Naja. Achso, okay. Ja, das ist mit Mona vielleicht auch... Ja, Mona hat halt den Bumerang. Aber auch mit ihm gar nicht so einfach, weil er halt immer in Bewegung ist. Also okay, ja. Zack. Oh Gott, rüber. Yay! Ein Roboter, yippie. Genial! Natürlich. Vor Blindenschützen. Achso, ich hätte... Ah. Okay, jetzt, ich dachte, ich müsste den Wind aufhalten, damit es nicht weggeweht wird. Was? Grün. Okay. Yay! ich dachte, ich müsste den Wind eben blockieren, aber ich hätte vor ihnen hingehen sollen, damit man nicht, ja, halt das sehen kann, was da so ist. Na gut. Okay, das machen wir einfach. Yay. Ich bin wieder falsch übrigens. Das ist vor allem mit Cricket übelst schwierig, oder? Okay, der. Ein Stern. Das ist mit Cricket übelst schwierig, weil man muss ja exakt in dem Zeitpunkt, wo es dann vorbei ist, muss man da genau an der Stelle sein.
Okay. Muss man da genau an der Stelle sein. Und Cricket ist dann nur ganz kurz in der Luft. Ah, auch das Fotografieren gerade. Achso, doch. Gut. Ja. Ich habe erst gedacht, da wäre gar nichts drin. Okay. Also es scheint einige Spiele zu geben. Yay. Ah, da war eine Pflanze, habe ich gar nicht gesehen. wo man einfach irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt in der Luft sein muss und das dann gar nicht so einfach. Hä? Ach so, ich hätte den Ring nach... Oh, ich dachte, ich muss selber durchfliegen. Mann! Okay, das kenne ich schon... Okay. Ja, es sind aber auch ein paar Spiele dabei, die relativ komplex sind, finde ich. Vor allem beim ersten Mal, wo man nicht sofort checkt, was man machen muss irgendwie. Aber das gehört auch dazu, zu WarioWare. Okay. Aber zum Boss dürfte ich schon noch kommen, wenigstens. Ja, weg. Mach halt! Mach doch keinen so Umweg. Okay. Okay, muss man sogar teilweise mehrfach dann wegmachen. Okay, Boss. Mhm. Ich bin gespannt. Hui! What? Okay. Bam. Okay, richtigen Greifen. Ja, greif halt. Hallo, greif halt. Ja, ich mach ja schon. Der wollte nicht greifen die ganze Zeit. Okay, der hat nichts Grünes. Ja. Okay, es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Monas Boss-Spiel auch, weil man auch die richtigen Sachen immer greifen muss. Telefon. Yay! Wahaha! Okay, ja, ist wirklich fast genau dasselbe wie das von Mona, würde ich fast sagen. Also auch nicht so mega spannend. Ja, finde ich persönlich. Aber gut. Bam. Zack. Yeah! Habe ich es nicht gesagt? Ich bin ein Genie. Yay! So, Krieger ist dabei. Mhm. So, Geld noch. Und ich mache dann auch wie immer gleich nochmal. Mhm. Damit wir noch die anderen Mikrospiele, die noch fehlen, aussehen können. Und da oben ist dann... Weiß ich nicht, was da ist. Kein Charakter. Ich gehe mal ganz kurz hin. Bin neugierig. Achso, ein Remix. Okay, ja, das gibt's auch häufiger mal. Okay, aber erstmal beim nächsten Mal dann Remix. Heute nochmal jetzt eben von Dr. Krieger. Packen wir es an, genau. Weil ich auch wieder noch eben alles sehen will und ganz gerne bis zu Stufe 3 beim Boss kommen will. Ich nehme mal noch Triple und Spitz und Mario. 9 Volt? Nicht. 9 Volt, wie gesagt, nehme ich nie mehr, glaube ich. Weil der ist so schlecht. Der ist so abgrundtief schlecht im Vergleich zu allen anderen. Weil ich meine, alle andere, es gibt zwar ansonsten bei den übrigen Charakteren auch bessere und schlechtere, finde ich. Okay. Es war egal, wo ich das kaputt schieße. Es hat sich dann immer richtig hingedreht. Mhm. Es gibt bei allen anderen auch bessere und schlechtere, aber niemand ist auch nur annähernd so scheiße wie 9 Volt. Das ist richtig, richtig scheiße einfach nur. Weil er hat halt die coolsten Mikrospiele, aber ist als Charakter einfach komplett unbrauchbar. Das ist richtig schlimm. So. Hey, nein, jetzt bin ich da an dem scheiß Knubbel da hängen geblieben. Ich habe das nicht rüberschieben können deswegen. Warum? Ernsthaft? Oh, es gibt so viele Kleinigkeiten irgendwie, die hier schief gehen können. Okay, ich muss alle richtig hinstellen. Gibt es Sinn, der Schaltkreis? Ich glaube nicht eigentlich. Hätte es noch einen Kurzschluss gegeben oder so bei sowas? Na egal. So, blau, okay. Zack. Mhm. Was hat das eigentlich mit Technik zu tun? Ja, ich meine zu, aber... naja, egal. Ich frage mich bei einigen Mikrospielen auch, wie das mit 9 Volt überhaupt gehen soll. Zack, drüber damit. Weil es gibt ja ganz viele, wo man auch irgendwie einfach etwas waagerecht bewegen muss. Okay, hab zum Glück noch gezählt. Zum Beispiel das hier oder auch das gerade eben. Weil ich meine, oftmals muss man halt irgendwas vertikal bewegen oder so, aber oftmals auch horizontal. Und das kann 9 Volt ja nicht mal. Also wie soll das dann überhaupt funktionieren, frage ich mich. Also ich habe das Gefühl, dass einige Mikrospiele mit 9 Volt einfach gar nicht möglich sind überhaupt. Also 9 Volt ist so schlecht. So. Ist es egal, zu welchem ich dahin gehe oder wie? Oder macht das einen Unterschied? Hm. Okay, ja, jetzt den nach oben. So. Des fetzt. Sehr gut.
Hui! ja. Das kenne ich schon aus der Demo zum Glück, weil das ist nämlich auch gar nicht so einfach, das Spiel hier. So, vor allem die späteren Level dann werden noch ziemlich schwierig. Wie so oft. Weg mit der Werbung, okay. Okay. Achso, ja. Na, so rum, so rum. Dreh, dreh, dreh! Mach halt! Achso, ja, logisch. Ich hätte erst aufziehen müssen und dann loslassen und dann wäre rüber geflitzt. Boah. Aber wie gesagt, einige sind ja auch echt voll gemein, finde ich. So, jetzt wieder den Greifarm. Jo. Yay. Zack. Okay. Ja. Ich bin nicht farbenblind. Na komm, okay. Aber man kann das nicht wirklich daneben setzen. Man kann da einfach irgendwie unten dann ein bisschen rumfahren. Und dann kriegt man das schon richtig hin. Das ist ein bisschen scheiße, dass es manchmal doppelt gegriffen wird, wenn man da wieder reinfliegt. Weil ich meine, ja, ich verstehe schon, warum das gemacht wurde. Weil wenn man halt was Falsches greift zu Beginn, dann soll man auch eine Chance haben, das wieder resetten zu können quasi und das zurückzugeben, das Falsche. Aber das passiert trotzdem irgendwie zu oft, finde ich. Dass man da dann das nochmal zurückgibt, obwohl man das eigentlich gar nicht will. Naja. So, die Fischis sind im Weg. So, gibt die 10er hier noch. Den auch noch? Ja, verdammt. Okay. Aber 20.000 könnten wir sogar dann... Ja, ich glaube heute nicht mehr, aber bald haben wir dann schon 20.000. Okay, so, neuer Level. Jetzt wird's wieder schwierig. Angleichen. Okay, Ecken muss ich wegnehmen. Also die da und... Dreh nochmal. Schnell, dreh! Huh, das war knapp. Also es dreht sich ja dann mal richtig hin, aber es müssen trotzdem die richtigen beiden Ecken sein. Gegenüberliegende halt. So. Genau, das hier ist zum Beispiel... Achso, ja, okay, dann ist es mit Cricket doch nicht so schwer, weil man muss nicht zu einem Zeitpunkt da sein. Einfach zu irgendeinem... Was? Alter, das ist ja übel schwer. Muss man erstmal checken, dass man da ein Steuerrad hat und dann da ausweichen. Was zum Teufel, Mann? Ja, die sind schon sehr, sehr gemein, finde ich. Einige hier. Ich meine, ist ja auch okay, wenn es schwieriger wird, aber... Ja, okay. Passt. Ja, vor allem bei dem Minispiel hier ist es halt wirklich sehr wichtig, dass man einen Charakter hat, der halbwegs gutes Movement hat. Weil sonst hat man da kaum eine Chance, würde ich sagen. Okay. Yay. Okay, nicht zerquetscht werden da. Und das waren übrigens alle. Mhm. Also jetzt haben wir schon mal alle gesehen. Ist schon mal gut. Okay. Hat man das sofort verloren, wenn man was Falsches auswählt, frage ich mich. Wahrscheinlich sogar schon, oder? So, spammen. Das ist auch mega einfach zum Beispiel. Das mit Spitz dann vielleicht ein bisschen schwieriger, weil er nur nach links schießen kann. Aber das darüber zu bewegen, ist trotzdem nicht so schwer. Das wäre mit 9 Volt auch wieder die Hölle zum Beispiel. Wie soll das mit 9 Volt überhaupt gehen? Hm. Ja, vielleicht muss man dann immer... Ja, muss man da einfach ausprobieren? Oder wie? Bis man das Richtige findet? Das ist echt komisch. Hm. Mit 9 Volt Autovilla? Okay. Vielleicht muss man mit 9 Volt dann das mal auf der linken Seite treffen, damit es sich dann rechts rüber bewegt. Der Lift? Keine Ahnung. So rum. Ja, das reicht noch nicht. Jetzt, das muss reichen. Nein, Alter, das ist ja auch übel schwer. Das ist richtig kacke, weil man da voll leicht abrutscht, selbst mit einem fliegenden Charakter, mit dem es eigentlich am einfachsten sein sollte. Das ist richtig blöd, weil es gibt voll viele Minispiele hier, wo man irgendwie ein Rad drehen muss oder sowas. Und das ist richtig schwierig, finde ich. Egal mit welchem Charakter, weil man da total leicht abrutschen kann bei allen möglichen Rädern. Irgendwie, das ist echt gemein. Hm. So. Ich frage mich auch, wie das hier ist, übrigens. Mit den anderen Charakteren. Mit Wario habe ich jetzt hier wirklich schon viel, viel besseres Movement. Als mit Dr. Krieger gerade eben. Achso, ja, okay. Ich muss den ganz zusammensetzen. Gottes Willen. Den da? Ja. Gottes Willen. Wie macht zum Beispiel das hier 9 Volt? Ich frage mich immer so oft, wie 9 Volt die Sachen macht. Ja, weil 9 Volt halt so scheiße ist. Aber würde mich trotzdem sehr interessieren, wie das mit 9 Volt funktionieren soll. Das hier. Weil er kann sich ja nicht mal auf und ab bewegen. So. Oder kommen dann hier Ringe, mit denen er sich auf und ab bewegen muss? Das wäre ja ultra umständlich. So, okay, yay. Alle Kakteen richtig zusammengebaut. So, aber komme ich jetzt noch bis zu 45? Hm. Damit wir noch den Boss Stufe 3 auch sehen können? Ich weiß ja nicht. Aber ist sogar hier auch im Wasser viel langsamer. Das ist ja nervig.
okay. Ja, hier viele mitzunehmen ist auch nicht so einfach. So, 15 Spiele noch. Und ich darf nur einen Fehler machen. Und das alles mit Level 3. Und schnell. Das wird schwierig. What? Den da, das ist dann quasi die Ecke. Ja, ich habe keine Zeit mehr. Den da oben muss ich noch zerstören. Ja, hätte ich schon früher reagieren sollen. Scheiße. Ach Mann, das war auch gemein. Okay. Ja, da ist zwischen Level 1, 2 und 3 gar nicht so ein Unterschied. Die sind halt dann ein bisschen kleiner, die Teile, ein bisschen schmaler. Und deswegen ist es schwieriger, die aufeinander zu setzen, aber trotzdem. Alter, wie auch immer da wegbounced. Aber das ist trotzdem auch ziemlich machbar, das Minispiel, wenn man hier relativ viel Zeit hat, finde ich. Ja, jetzt gar kein Fehler mehr. Da hier drehen. Achso, ja, genau drei leuchten lassen. Ja, das. Ich wollte einfach blind das letzte auch noch drehen. Aber ich habe zufälligerweise es richtig gemacht. Uiuiui. Das war knapp. Das war sehr knapp. Wie gesagt, alles, was mit Steuerrädern zu tun hat, finde ich. Ja, ausprobieren einfach. Finde ich es schwierig. Ja, komm jetzt. Boah. Da kann man aber auch Pech haben. So. Wenn man einfach nicht das Richtige erwischt, dann schafft man es in der Zeit vielleicht nicht. Oder gibt es da doch vielleicht irgendeinen Indiz? Vielleicht. Nein, geh auf die andere Seite. Geh rüber. Mach jetzt. Huh. Ja, schöner Roboter. Komplett falsch zusammengesetzt, aber egal. Nein, ich wollte doch einfach nur irgendwo hinfliegen. Ich wollte gar nicht. Sofort ein... Mann! Ja, ich mach's nochmal. Ich will noch Stufe 3 vom Boss sehen. Yay! So, bei 40 bin ich jetzt. Und ich habe noch alle Leben. Sieht also jetzt ganz gut aus. So, keinen Fehler machen. Herz. Na komm. Stern. Okay. Das dürfte ich jetzt normalerweise schaffen. Es ist auch wirklich ein großer Unterschied hier bei WarioWare, ob man währenddessen kommentieren muss oder nicht. Wenn man seine Klappe hält und man sich voll auf die Spiele konzentrieren kann, dann geht es eigentlich ganz gut. Währenddessen noch zu quatschen ist ein großer Nachteil, aber muss ich damit klarkommen. Ja, passt glaube ich. Die Glasdinger werden ja nicht zerstört. Die kann ich zwar selber zerstören, wenn ich will. Mit Varios Angriff, aber ist natürlich eigentlich eher rum hier. Na was? Ja, das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Weg. Okay, es war knapp. Aber das ist trotzdem einfach nur eine Spam-Aufgabe, wo man jetzt nicht so viel nachdenken muss. Bei fast jeder anderen Aufgabe muss man nachdenken, bei der aber nicht, deswegen, das geht ganz gut. So, Bossstufe 3. Greifen. Yay, ein halber Apfel, der komisch abgeschnitten ist. Zusammenfügen. Zack. Yay, und da freut sich der Apfel. Okay. Gepunktet. Ja. So. Okay, zwei Zacken, das hier. Aber ist immer noch nicht fertig. Und dann so eine Treppe. Links unten einfach, oder? Ja, ich glaube schon. Okay. Yay! Ja, das ging aber eigentlich auch. Okay, das sind Level 2 und Level 3 gar nicht so viel schwieriger, finde ich, als Level 1. Gut. Dribble ist übrigens sehr gut beim Bonusspiel, weil er einfach nämlich hier auch spammen kann, dann alles noch einsammeln kann mit seinem Fernangriff. Also er kann fast alles bekommen einfach. Das ist ziemlich geil. Und... Doch, wir haben 20.000. Wirklich exakt? Oder war das jetzt war das Zufall? Oder habe ich jetzt einen Bonus bekommen? Deswegen genau bei 20.000. Na egal, passt. Okay, aber dann würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play WarioWare Get It Together. Beim nächsten Mal kommt dann kein komplett neuer Charakter und keine komplett neuen Mikrospiele, stattdessen aber ein Remix. Vielleicht werde ich sogar dann trotzdem beim nächsten Mal noch mit dem nächsten auch anfangen. Ich meine, es sieht ja so aus, als wäre hier schon das Spiel dann vorbei, aber ist es nicht. Bin ich mir recht sicher, ein paar weitere Mikrospiele werden schon noch hinzukommen. Aber so oder so beim nächsten Mal erstmal ein Remix, vielleicht dann auch noch mehr. Müssen wir noch gucken, aber Remix auf jeden Fall. Und das war auch mal ganz interessant in anderen WarioWare-Spielen. Mal gucken, wie das hier umgesetzt wurde. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.